Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Und wir... Oh, was war das? War das gerade ein Enderman, der sich herumteleportiert? Wir haben uns gerade noch etwas zu essen gemacht. Wir haben den Ofen angeschmissen, haben unsere Eisen geschmolzen, damit wir ein bisschen mehr Platz hier haben. Und haben das eine oder andere rausgeschmissen, was ich von meiner Meinung her nicht brauchen werde auf der Reise zu unserem endgültigen Standort. Wir haben fliegende Inseln. Das würde mich ja echt mal interessieren, was da oben drauf ist. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel Erde wir hier abbauen müssen, um da hochzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass das mordsmäßig viel ist. Und wir nachher vielleicht die Möglichkeit bekommen, sowieso dahin zu kommen. Oh, da hinten wartet schon ein Skelett und ein Creeper. Ich glaube, die beiden werden wir einfach mal warten lassen. Den Gefallen werden wir ihnen nicht geben. Und dann werden wir uns auf weitere Reise geben. Unsere Schere immer zur Hand, um uns etwas Wolle abzugreifen. Danke, 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 danke. Ne, braune Wolle wollen wir jetzt momentan nicht haben. Aus dem Grund, weil es nur ein Platz im Inventar mehr wäre. Wir wollen Kühe haben. Wir wollen Kühe haben, denn wir brauchen das Leder der Kühe. Oh, Slimes. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber alles, was sie fallen lassen, würde uns momentan nur Platz im Inventar wegnehmen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das wäre natürlich super, um jetzt Mineralien zu farmen. Aber ich brauche nur die Kühe momentan. Es reizt mich, alles hier mitzunehmen. Ich möchte am liebsten alles abbauen und einfach in mein kleines Köfferchen stecken. Aber wir haben das Problem, dass es einfach begrenzt ist. Und, boah, wie weit geht die Schlucht denn? War vielleicht nicht so schlau, auf die andere Seite der Schlucht zu gehen. Was ist das denn hier für Holz? Willowwood. Oh, nein! Okay, hier ist niemand. Aber wir müssen jetzt wieder rauskommen. Hallo? Hallo? Oh, da ist ja einer. So, komm her, komm her. Dich kriegen wir noch. Wir haben auch keine Rüstung. Also wir bewegen uns momentan noch ein bisschen ungeschützt hier drin. Was ist das? Copperohr? Ah, so sieht Copperohr also aus. So, dich nehmen wir doch gerade mal mit. Und hier schon die actionreiche Musik. Es ist immer sehr, sehr doof, sich eigentlich irgendwo einzugraben. Weil wenn irgendjemand hinterher springt, bist du geliefert. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kupfer gar nicht mal so unwichtig sein wird. Deswegen möchte ich es gerne mitnehmen. Und wenn wir uns das dann irgendwann einfach nur außerhalb der Aufnahme nochmal kurz hinstellen und das ganze Zeug brennen. Aber ich sehe schon hier, das ist auf jeden Fall nicht der Ausgang aus der ganzen Höhle hier. Oh ne, wir gehen immer weiter rein. Und ich möchte ja momentan einfach nur meine Reise weiter fortführen. Oh, es reizt so hier alles aus. Was ist das? Aluminium-Ohr. Iron. Oh, wie geil sieht das denn aus? Wo bist du? Zombie? Hallo? Nehmen wir gerade nochmal schnell mit. Ach mal, schön, dass hier die anfangen, die ganzen Mineralien zu leuchten, während wir sie abbauen. Wie gesagt, da muss ich nochmal gucken. Was ist denn das da unten? Ah, eine Wasserquelle. Ist das grünes Wasser? Das ist ja auch kein sauberes Wasser. Gucken, wie wir die Textur nachher nochmal hinbekommen. Oh, und erstes Slime. Ne, wir wollen jetzt endlich mal raus hier. Komm, wir wollen weiter erkunden. Und zwar hier oben. Und zwar nicht im Untergrund, sondern wir wollen schauen, dass wir irgendwann nochmal an unsere Lichtung kommen. Und so. Ist das matt? Oh, okay, hier bleiben wir drin stecken, wenn ich das so richtig sehe. Du bist auf jeden Fall mal geslowed. Das könnte man später auch mal für eine Falle gebrauchen, bestimmt. Und diese riesen Bäume hier. Wenn man sich sowas abbaut, wäre es natürlich cool, wenn man da den einen oder anderen Zeppling mitnehmen könnte. Aber wie gesagt, unser Rucksack lässt es momentan nicht zu. Wir brauchen Kühe. Wir brauchen Kühe. Da hinten sind Schweine. Komm, ah, Kühe. Wunderbar. Und ich bin der Meinung, dass es momentan noch keine harmlose Art und Weise gibt, an Leder ranzukommen. Das heißt, die Kühe müssen wohl sterben. Und was würden sie mir geben? Iron Ore, das habe ich ja eben erst abgebaut. Komm, die Spitzhacke, die kann raus. Ah, okay, Fleisch. Wir haben nur Fleisch von ihnen bekommen. Oh, das ist sehr schade, muss ich sagen. Ich war in der Hoffnung, dass wir doch das ein oder andere Leder mit rausziehen können. Was ist das? Was ist das? Okay, es gibt vollkommen neue Blöcke. Iron Orberry Bush. Mit was baue ich den ab? Mit einer Axt? Und was kann das Ding?
Also wir nehmen jetzt mal die Potato Seeds hier raus. Iron Orberry. Tinker's Construct. Okay, aber wir können nur eins nehmen, ist das richtig? Ne, jetzt haben wir jetzt... Ach, das eine ist, sind die Berries selbst, wenn ich das richtig sehe. Das sind die Berries und das ist der Busch dazu. Okay, das ist ja strange. Ich habe schon wieder Angst, dass ich hier reinfalle und schon wieder vergiftet werde. Wir nehmen es mit. Komm. Ich glaube, so oft werden wir das mit Sicherheit nicht finden. Wir nehmen es einfach mit. Wir könnten uns auch eine Pilzsuppe machen. Da hinten. Oh, ein NPC-Dorf. Habe ich das richtig gesehen? NPC-Dorf? Oder war das nur eine Hexe? Könnte auch eine Hexe sein. Nee, ich glaube, Hexenhäuser sehen anders aus. Wir haben unser erstes NPC-Dorf gefunden. Juhu. Und wie komme ich da jetzt hin? Das ist alles grünes Wasser. Das ist doch alles, hat doch was mit dem Biom hier hundertprozentig zu tun. Wir sind irgendwie so ein bisschen in einem Schlickbiom gelandet. Okay, Schafe. Eure Wolle nehme ich gerne mit. Aber wie gesagt, Kühe wären mir doch lieber. Kann ich auch Hühnchen scheren? Nee, kann ich nicht, schade. Oh, ich kann auf jeden Fall ins Wasser reingehen. Ich kann ins grüne Wasser rein. Ohne drüber nachzudenken, einfach mal reingelaufen. Und hier, das sieht mir schon echt gut aus. Ich muss sagen, wenn so ein NPC-Dorf direkt neben der Hauptbase, weiß ich noch nicht, ob ich das haben will. Ist hier auch jemand? Ah, hallo, wie geht es Ihnen? Sie wollen Bücher. Oh ja, wie ich sehe, Sie sind Bücherfanatiker. Und für Bücher würden Sie mir ein Emerald geben. Leider nicht das, was ich momentan dabei habe. Oh, ihr habt Karotten, Potato. Oh, okay, alles klar. Ich muss mein Inventar auf jeden Fall ein bisschen clearen. Oder ihr habt zufälligerweise einen Rucksack für mich, was ich jetzt nicht gerade glaube. Und wir brauchen jedes Haus. Und wie schön ist das denn? Das gab es zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal gespielt habe, noch nicht. Gewächshäuser. Sind wir gerade im Kreis gelaufen? Ich glaube, wir sind gerade im Kreis gelaufen. So, bei dir waren wir schon. Hä? Nee, warte mal. Ich bin nicht im Kreis gelaufen. Ihr seid alle bücherfanatisch. Ha! Und ich habe mir schon gedacht, ich bin wirre. Wir im Kopf. Chop. Cropsticks. Okay, das muss was mit den Pflanzen zu tun haben. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Damit können wir uns einzelne Seeds hochzüchten und du tradest Pfeile. Ich weiß, sie haben noch ein Inventar, wo man durchgehen kann. Aber wir müssen uns dann jetzt wirklich mal hier so ein bisschen, glaube ich, Platz schaffen. Und zwar machen wir das, indem wir vielleicht den anderen Furnace wieder aufbauen. Zack, zack. Da packen wir einfach mal so unsere Kohle rein. Brennen noch ein bisschen was. Damit haben wir jetzt zweimal Platz auf jeden Fall. Die Mystical White Flower, komm. Die packen wir nochmal raus. Das Fleisch könnten wir auch braten und könnten es dann zu dem Rest dazu packen. Und was macht er eigentlich? Er ist Farmer. Man sieht also, die NPCs hier haben jetzt auch ihre eigenen Berufe. Hey, bleib doch mal stehen. Renn da nicht weg. Hallo, hallo. Hey, stopp. Ey, warum ist denn der... Der rennt wirklich... Wow, ist der schnell. So, jetzt aber. Okay, du, Emeralds und Seeds gegen Turnip Seeds. Leider kann ich dir damit echt nicht dienen. Das tut mir echt leid. Aber was... Ach, du hast hier doch Turnip Seeds. Ganz ehrlich, dir kann ich dir doch einfach... Wird der sauer, wenn wir uns ein bisschen hier bedienen? Hm. Oh. Carrot Seeds. Das hat ihn anscheinend nicht großartig interessiert. Ja, da haben wir sie doch. Wo sind sie denn hin? Iron, Carrot. Keine Ahnung, wo sie hin sind, aber ich würde gerne diese Sticks hier haben. Ha, da haben wir sie doch. Da, Mushroom Spores. Wow. Okay. Verfolgen die mich jetzt? Ich hoffe ja nicht. Was haben wir denn hier noch? Ah, der hat hier ganz viele Mystical Flowers, sehe ich gerade. Okay, die will ich jetzt nicht unbedingt haben, die Mystical Flowers, muss ich sagen. Industrial Hemp Seeds, die haben wir, glaube ich, eben schon mal eingesammelt. Carrot Seeds. Ah, das ist alles echt cool. Wir müssten uns eigentlich mal unsere Taschen gerade mal gleich voll machen. Damit wir für unsere Reise ein bisschen gewappnet sind. Oder eher gesagt, sobald wir angekommen sind, sobald dass wir unsere ersten Felder schon mal wieder besetzen können. Copper Ingot. Warum können wir das nicht stacken? Okay, das ist anscheinend auch wieder begrenzt. Es passt anscheinend nicht allzu viel rein.
So, dann wollten wir nochmal das Fleisch braten. Genau. Und den hier können wir im Endeffekt schon wieder abbauen. Und wir sind an dem Punkt angelangt, den ich die ganze Zeit befürchtet habe. Wir haben das Inventar voll mit Zeug, das ich interessant finde. Und wir können es einfach nicht mehr mitnehmen. Komm, wir schmeißen jetzt das... Wir schmeißen jetzt schweren Herzens das Eisen raus. Das Rottenfleisch auch. So, und ich hebe alles auch gleichzeitig wieder auf. Das hier können wir auf jeden Fall alles nochmal zusetzen. Das heißt, wir gehen jetzt hinter und schauen schon mal, was wir vielleicht an... So, die Cropsticks, die sind mit Sicherheit schnell hergestellt. Copper Ingot. Das sind auch zwei unterschiedliche Kupfer. Einmal von Immensive Engine und von Thermal Foundation. Gut, was könnten wir noch? Das Holz würde ich gerne behalten. Das schmeißen wir raus. Dirt können wir auch erstmal weg damit. Federn weg damit. Und dann bauen wir unseren Ofen ab. So, so. So, und dann bauen wir unser Bettchen bei dem Villager in seiner kleinen Hütte auf. Ich denke, er wird ein kleines Plätzchen für uns haben. Ja, ein kleines Plätzchen ist gut. Also er ist nicht so der Innenarchitekt, merke ich. Aber er ist immer schnell auf Achse. Also der hat echt ein Eiltempo immer drauf. Das ist der Wahnsinn. Und wir gehen schlafen. Und danach schauen wir mal, was wir aus den ihren Feldern mitnehmen können, was uns wirklich helfen könnte. Wir sind immer noch voll gepackt. So, das Leder brauchen wir auf jeden Fall. Den Lava-Bucket bin ich schon kurz davor zu sagen, brauchen wir nicht. Und den Pumpkin. Stopp, können wir... Nein. Das ist so ein typisches Syndrom. Also ich drücke immer auf alles drauf. Können wir da auch Seeds machen? Wir können daraus eigentlich auch Seeds machen. Ich mag eher Seeds als die Pflanzen selber, weil das wird uns nachher auch mehr bringen, die anzupflanzen. Und dann schmeißen wir doch das hier raus. Komm. Tall Mystical Flower. Kommt auch raus. Hier, ich schenke dir was. Ich habe was von dir genommen. Ich schenke dir auch wieder was. Und dann würde ich jetzt gerne zu eurem Feld. Und euer Feld hat nämlich schon ausgewachsene Pflanzen. Genau. Und die muss ich jetzt leider mal mitnehmen. So, das gehört mir. Karotten. So, auch meine. Meine Karotten. Und weil wir ja hier nicht nur nehmen, sondern auch geben. Hallo, nimmst du mal bitte die Karotte? Na also. Werden wir euch auch neue Karotten ansetzen. Und zwar Seeds, Karotten-Seeds. So, ich weiß, es ist nicht viel, aber besser als gar nichts. Beschwert euch nicht. Seeds, Karotten. 17 Karotten konnten wir jetzt rausziehen. So eine Seed, das ist echt nicht viel, was wir haben. Komm, dann pflanzen wir euch ein bisschen Pumpkin an. Wir tauschen. Ihr gebt mir Karotten, ich gebe euch Kürbis. So, hier, das brauche ich auch noch. Danke, danke. Hier noch mehr Kürbis. Kürbis, 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 Kürbis. Oh, Karotten, Karotten. Wunderbar. Kürbis und eine Karotte gegen einen Kürbis. So, Seeds. Seid ihr schon wieder unterschiedliche Seeds? Ah, unidentifizierte Seeds. Okay, jetzt weiß ich, worum es geht. Das habe ich nämlich auch schon mal gesehen. Die Seeds kann man ja nachher noch identifizieren, um zu sehen, welche Stärke sie haben und in welcher Intensivität oder welcher Effizienz sie wachsen. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich herzlich für das Tauschgeschäft und für die schöne Nacht in eurem Haus und gehe weiter auf meine Reise. Als nächstes noch wieder ein paar Schafe. Wie viel Wolle haben wir denn? Wir haben 19 Wolle. Die Schafe können also ihr Fell behalten. Und da hinten sieht das Ganze eher aus, als ob wir ins Meer schon wieder stoßen. Von daher eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Werden wir jetzt einfach mal hier rumgehen. In der Hoffnung, dass es hier neben nicht allzu sehr nach unendlichen Weiten des Ozeans aussieht. Das sieht mir schon mal besser aus. Und wir haben hier auch, wir haben hier, was ist das für ein Grassblock? Und das hier neben ist ein, auch ein Grassblock. Aber das sind doch schon unterschiedliche Grassblocks aus Minecraft. Aber es sind auch dieselben Mods. Es sind anscheinend einfach nur unterschiedliche Biome. Hm. Würde mir natürlich besser gefallen, das schön saftige Grüne zu haben, ein Shrump, als dieses schon ein bisschen verdörrte Grün, was es hier gibt. Und wir haben ein Ei. Das Ei nehmen wir doch gerade mal mit und klatschen es dem Huhn gegen den Kopf. Zack. Und da hast du ein Babyhuhn. Zwei Babyhühner. Man sollte immer darauf achten, dass die Umwelt... Alles, wenn wir später mal hier wieder vorbeikommen werden, werden wir uns freuen, das eine oder andere Huhn wieder anzufinden.
Und ich sehe schon, wir sind wirklich auf einer Insel angekommen. Das heißt, wir werden uns gleich mal ein Bötchen schnappen. Dann werde ich mal den Ozean entlang schippern. Das Ganze wahrscheinlich auch außerhalb der Aufnahme. Und dann... Hat da gerade irgendwas auf mich geschossen? Da schießt da irgendwas auf mich. Ach, da steht ein Skelett im Schatten. Alles klar. Und es kann wahrscheinlich nicht aus dem Schatten raus, weil es ansonsten verbrennen würde. Dann machen wir das Ganze doch einfach so. Wir haben noch ein bisschen Holz dabei. So, einmal unsere Crafting Box. Und bitte ein Boot. Dann werden wir mit dem Boot jetzt auf die weitere Reise gehen. Wir haben 15 Minuten voll. So. Und damit beginnen wir unsere Reise auf dem Wasser. Was ist das? Okay, das muss irgendeine Strömung gewesen sein. Und von daher sind wir auch schon wieder fertig mit unserer Reise auf dem Wasser. Hey, Bötchen, Bötchen, hey, was ist denn das? Hallo, kannst du mal hier bleiben? Ja, wir haben es wieder. Okay, super. Dann, komm, gehen wir gerade noch mal bis zum Rand an das weite Meer und werden von dort aus dann unsere Reise begeben. Das war jetzt eben einfach nur so ein kleines Flüsschen, was wir noch mitgenommen haben. Und hier hinten sieht das Ganze doch schon eher so aus, als ob wir hier aus weitem Meer kommen. Von daher bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir werden unser kleines Fleckchen, wo wir uns niederlassen, mit Sicherheit noch finden. Lasst mir einfach ein Feedback da, falls ihr Ideen habt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.